Schalke 2-0 verloren gegen die Kickers. Fast eine Stunde. Das Spiel der Kickers völlig zerstört. Und dann am Ende 0-2. Ja, es ist, denke ich, 60 Minuten überragend gespielt. Mit viel Zuglass hinter, gut nach vorne gespielt. Gut, und am Ende durch unsere eigene, eigentlich zwei eigene dumme Fehler. 0-2 verliere ich bitter gegen so einen Gegner. Aber man sieht, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. 60 Minuten waren wir ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Ja, und am Schluss, so ist es halt, wenn man oben steht, macht mal die zwei Dinger. Und deinem zukünftigen Club hast du den mehr erwartet, oder? Nein, ist immer schwer gegen so einen wie hier zum Spielen. Wir sind daheim stark. Die sind dahergefahren mit Sicherheit nicht, um hier uns 5-0 wegzuschlachten. Die wussten schon, was auf sie zukommt. Das hat man ja gesehen, die ersten 60 Minuten. Und drum, ja, am Schluss verdient 2-0 gewonnen. Nächste Woche geht es nach Nürnberg. Was rechnet ihr euch da aus? Ja, wie in jedem Spiel, wir gehen immer vom Maximal los. Wir wollen immer 3 Punkte holen. Und denk, wenn man so spielt wie heute die ersten 60 Minuten, dann packen wir das nächste Mal auf. Okay, danke. Bitte. Fabi, 2-0 gewonnen in Pfullendorf. Wie war die Rückkehr? Die Rückkehr war natürlich schön, aber das Ergebnis, das denke ich, spiegelt das Spiel nicht ganz wider. Also ich denke, wir haben zwei grundverschiedene Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit war Pfullendorf klar besser. Müssen eigentlich auch, ich glaube, Manu Stark war es, mit der riesen Chance in Führung gehen. Ja, zweite Halbzeit gab es ein kleines Donnerwetter vom Trainer. Haben dann auch umgestellt auf zwei Stürmer. Haben dann auch die Pfullendorfer früher attackiert, sind dann durch eine schöne Kombination über linke Seite dann auch 1-0 führen gegangen. Und dann hat man gemerkt, dass die Sicherheit dann bei uns dann auch wieder zurück war im Spiel. Haben wir dann Gott sei Dank das 2-0 gemacht. Oder Peter Sprung dann uneigennützig auf der Fabian Leutenecker legt. Trotzdem dann zum Schluss muss man noch mal so ein bisschen zittern, sage ich jetzt mal. Da kann Pfullendorf nur das 2-1 machen. Das hätte nicht sein müssen. Aber ich denke, im Endeffekt war es dann, aufgrund der zweiten Halbzeit war es dann, ja, relativ verdient. Hat den SCP in den ersten 60 Minuten so stark erwartet? Eigentlich schon. Also wie gesagt, gerade aus dem Hinspiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass Pfullendorf doch also sehr spielstarke Mannschaft haben. Und mich wundert es eigentlich, was heißt mich wundert es, jetzt in der Rückrunde unter dem Adnan Ziyaric haben sie ja wirklich dann auch, ich glaube, es sind die 6 beste Rückrundenmannschaft. Und denke ich auch völlig verdient. Also wie gesagt, erste Halbzeit, wenn sie das Tor machen und Führung gehen, können wir uns nicht beschweren. Ja. Und so steigt die auf, oder? Ja, jetzt sind es noch 4 Spiele. Wir haben noch 3 Heimspiele davon, wobei wir uns daheim eigentlich immer ziemlich schwer tun. Weiß auch nicht warum. Klar, da hat man eigentlich dann den Druck immer. Ja, aber wir haben ein klares Ziel vor den Augen und jetzt gilt es nochmal in den 4 Spielen einfach alles reinzulegen. Und dann hoffe ich, dass wir das dann auf jeden Fall packen. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke. Alles. Danke, Fabi.